Im Bayerischen Wald fürchtet man eine zunehmende Abwanderung von jungen Leuten in die Großstadt. Der oft vermutete Grund: zu wenig Freizeitangebote. Auch in Zwiesel ist das ein Thema. Es gibt Projekte wie zum Beispiel den Kulturwald, den wir Ihnen ja am Ende der letzten Woche vorgestellt haben, die zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, das Potenzial des Bayerischen Waldes durchaus innovativ und modern zu präsentieren. Die Resonanz darauf bombastisch. Und so hat sich jüngst eine schillernde Persönlichkeit der Glasstadt Zwiesel gedacht, dass der Wald die perfekte Bühne für kulturelle Ideen sein könnte. Wer das ist, das verrät Ihnen jetzt Carolina Golbig. Gloria, jetzt ist es endlich soweit. Der Vertrag ist unter Dach und Fach sozusagen. Und jetzt stehen wir hier in der Location, in dem zukünftigen Café Gloria. Warum haben Sie sich für diese Location entschieden? Das war wirklich ein Akt von längerer Dauer. Tatsächlich spruchreif ist es seit dem 18. April, habe ich unterzeichnet. 9 Monate circa, also eigentlich eine Schwangerschaft, habe ich mich umgeschaut hier im Zwiesler Winkel im Bayerischen Wald. Was gibt es noch nicht? Was würde ich selbst vermissen? Welche Locations? Und letztendlich ist der ehemalige Theresienhof übrig geblieben. Ich glaube, ich habe einen Treffer gelandet. Also es ging schon darum, wirklich auch so eine Lücke zu schließen in Zwiesel, oder? Also sehen Sie sich vielleicht auch so ein Stück weit so als eine kulturelle Botschafterin oder so eine niederbayerische Botschafterin, sind jetzt aus München wieder zurückgekehrt in ihre Heimatstadt und bringen sozusagen so ein bisschen so ein Stück Kultur wieder mit hier nach Zwiesel? Gerne. Ich meine, es heißt ja nicht, dass es hier keine Kultur gibt. Und keine Talente, im Gegenteil. Der Nachwuchs, habe ich festgestellt, da ist sehr viel Talent hier bei uns. Ob es Texter sind, Schreiber, Musiker, egal welche Musikrichtung. Hier ist sehr, sehr viel geboten, nur es gibt leider kaum Plattformen. So, ich möchte das, was ich an eigener Kultur mitbringe, an Erfahrungen hierher bringen, vermischen mit dem, was es hier schon gibt. Und es soll eine Plattform sein für Leute, die Interesse haben an Kunst, an Kultur, an gutem Essen. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen, die Gäste und die Künstler und natürlich auch ich selber. Sie sprechen es schon an, Sie selber werden sich es nämlich auch nicht nehmen lassen, natürlich auch ab und zu hier auf der Bühne zu stehen. Auf was können sich denn da die Zwiesler oder Gäste, die wahrscheinlich auch von weiter her hierher kommen werden in das Café Gloria, auf was können sie denn da gespannt sein, auf was kann man sich da freuen? Ich würde sagen, die können sich freuen und müssen rechnen mit allem, was es so gibt. Also ich mache nicht nur bescheidene Veranstaltungen wie Geburtstage, Hochzeiten, gepflegte Familienfeste. Ich mache eigene Veranstaltungen, wo ich auf der Bühne bin, allerdings nicht so oft. Ich mag das nicht, wenn die Künstler selbst Wirt oder Wirtin sind und nimmer von der Bühne wegzukriegen sind. Ich gebe anderen die Gelegenheit, alleine aufzutreten mit ihrer Band. Ich werde Liederabende geben, Lesungen. Also wer sich mal gerne verwirklichen möchte hier bei uns im Zwiesler Winkel, bald gibt es eine süße, kleine, schnuckelige Plattform. Noch ein Schmankerl haben Sie sich einfallen lassen. Also über uns, da ist ja auch nochmal ein Dachgeschoss mit 400 Quadratmetern Fläche, glaube ich, haben Sie vorhin erzählt. Und da soll ja auch was ganz Besonderes stattfinden. Was genau haben Sie sich denn da einfallen lassen? Ja, wobei das hat noch ein bisschen Zeit. Ich möchte das auf 3 Etappen machen. Erstmal unten die Gastronomie, Stufe 1. Stufe 2 zu einem etwas späteren Zeitpunkt, der Biergarten. Das dauert ja alles seine Zeit und kostet vor allem viel Geld, wenn man es rund machen möchte. Und später dann, und da lasse ich mir wirklich Zeit, oben drüber diese wunderschöne Plattform, wird es eine Ausstellung geben, eine feste Installation, Glory Woods. Also was man in meinem Buch auch lesen kann, die ganze Geschichte, wie sich der Kreis schließt, geboren in Zwiesel, raus in die Welt, Showtime, persönliche Entwicklung, zurück hierher, das kann ich bebildern, das kann ich belegen mit Kostümen, mit Filmausschnitten, mit über 150 Videoclips. Ich glaube, ich stelle sogar mein Kinderzimmer auf. Das muss ich aber erst zu Hause abmontieren, ein echtes Kinderzimmer bemalt. Das gibt's noch. Das gibt es noch, Gott sei Dank. Das wird auch Ausstellungsstück bis hin zu Auszeichnungen, Bilder mit VIPs, mit Promis, mit Bühnenproduktionen weltweit. Also das wird eine spannende Angelegenheit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, die Zwiesler auch. Ab wann werden hier die ersten Gäste hereinströmen? Auf alle Fälle Sommer 2010, da passiert es. Hier bei mir in Theresienthal auf dem Glaspark Café Gloria. Ich freue mich über jeden Gast und wahrscheinlich, er muss damit rechnen, dass ich tatsächlich hier bin.
Dann wünsche ich viel Erfolg und ich denke, wir werden uns auch einige Male hier im Café Gloria treffen. Das freut mich sehr. Bis dann. Tschüssi.